Jo, was geht ab? Mein Name ist Derek Amwako. Ich wollte mich nochmal bei euch allen bedanken für den Support, für eure Unterstützung, auch für eure Stories, die ihr mit mir geteilt habt. Also nach dem ersten Video von dem ganzen Projekt muss ich sagen, ihr habt wirklich sehr viel Liebe gezeigt, muss man wirklich sagen. Hab mich sehr, sehr darüber gefreut. Und ja, Mann, ich habe heute einen speziellen Gast hier am Start. Ich habe ja gesagt, es werden jede Woche eine Folge kommen, wo ich Leute einlade, Familienmitglieder, Freunde, Arbeitskollegen etc., die einfach über das Ganze auch mit mir darüber reden. Ich habe einen hier heute am Start, das ist mein Patenonkel, einer guten Freund von meinem Vater. Ja, ich habe mit dir noch nie so ein Gespräch geführt, deswegen bin ich wirklich gespannt, was er heute zu sagen hat zu dem ganzen Thema. Und ansonsten, ja Mann, let's go. Drift to my best friend away, yeah. You was my joy, you was my strength. You was my joy, you was my strength. You gave me motivation, now no clue. Erstmal danke dir, dass du dir Zeit genommen hast, ja. Hier heute herzukommen. Ich habe ihn angerufen und er hat direkt gesagt, ey, ich bin dabei, ich mach das. Und dafür erstmal danke dir. Und ja, man stellt sich erstmal vor, für die Leute, die dich nicht kennen, wie gesagt, ist mein Patenonkel. Und ja, nicht wundern, wenn gewisse Worte vielleicht nicht so rüberkommen, wie üblich, aber ja, hören wir mal zu, was er heute zu sagen hat. Also, yeah, alles gut. Up, Corona. Yeah. Alles gut, erzähl mal so von dir, wer du bist. Stell dich mal kurz vor. Ja, alles cool. Ja, also ich heiße Kuku und ich habe früher in Hamburg gewohnt. Dann bin ich hier in Wiesbaden umgezogen. Mhm. Dann die erste beste Freund kennengelernt ist der Vater. Ja. Und dann ja, wir haben so guter Verstand und wir haben damals viel Spaß gemacht. Ja. Habe ich auf jeden Fall gesehen bei den ganzen Videos, bei der ganzen Research, habe ich auf jeden Fall gesehen, dass ihr sehr, sehr viel Spaß hattet. Ihr wart wirklich eine geile Community, muss ich wirklich sagen. Wie gesagt, ist mein Patenonkel, aber dazu kommen wir später nochmal. Ja, du hast ja gerade angesprochen, wie du meinen Vater kennengelernt hast. Kannst du nochmal genau erzählen, wie du mein Vater damals kennengelernt hast und wie war euer Verhältnis? Ja, gut. Also, ich war neu hier, erstmal gekommen. Dann ich habe jemanden kennengelernt, als heute meine Frau. Und meine Frau auch hatte Bekannte, Freunde, so guter Kontakt. Also dann, es war dein Vater und eine Boja heißt und George, Crime David. Und der erste Tag, ich bin hier, die drei Leute, nein, der Vater ist bei mir, Besuch. Und der erste Tag, wir haben gut verstanden. Und danach kommen die anderen Leute. Und dann wir haben so guter Kontakt bekommen, gut verstanden. Wir machen alles zusammen. Also nach Arbeit, wir treffen auf jeden Fall jeden Abend. Und war sehr gut. War sehr spannend. Ja, sehr gut. Wie war denn so der Verhältnis zwischen dir und meinem Vater? Wie war der so? Wie war der Kontakt? Wie habt ihr euch verstanden? Wir haben sehr gute Verstand. Und wir haben beide selbst Vertrauen. Ja. Deswegen, wenn du geboren, bevor du geboren, dein Vater gesagt, hey, ich will du als mein Sohn Gottvater, ja. Und war sehr schön. Ja. Und damals, wir waren Jungs, also 20 Minuten. 20 aufwärts. Genau, 25 sowas.
Und dann die Leben fängt an. Mhm. War der erste eure Gruppe. Mhm. Du warst der erste rausgekommen. Mhm. Und dann nach der Boja, mhm. Tochter und dann nach ich war. Ich, ja. Das Peace. Und dann der vierte ist Ronnie, mhm. die George. Mhm. War sehr gute Zeit. Ja. Sehr gute Zeit. Und immer jede Zeit, wenn du deinen Vater suchst, dann ist bei mir. Mhm. Oder wenn mir so, ist bei deinem Vater. Mhm. Und fast, wir sind jeden Abend, mhm. jeden Abend, wenn ich Arbeit fertig, Feierabend, dann bevor ich rauskomme, ich komme zu Hause, wo deine Vater zusammentreffen, dann alles fertig, er fährt mich zu Hause. Mhm. Und fast jeden Tag, fast jeden Tag. War sehr cool. War krass. Weil ich habe auch, wie gesagt, bei dem Research, was ich gemacht habe, habe ich einige Videos gesehen. Und für die Leute, die sich das Tribute angeguckt haben, da ist eine Szene, ich glaube, daran erinnerst du dich vielleicht, wo ihr in Castel, dieser Park war. Ja. Da habt ihr mit so einem großen Ball Fußball gespielt. Genau. Genau. Und dieser Clip habe ich auch genommen in den Tribute. Ja. Und da hat man viele Sachen gesehen, also wie ihr als Community wart, wie ihr miteinander umgegangen seid. Man hat wirklich gemerkt, das ist eine Einheit und ja, da ist auch diese Liebe. So. Genau. Ihr helft euch, ihr seid da, ihr habt Fun. Ihr habt Spaß, aber auch wie du gesagt hast, ihr vertraut euch. Yeah. So, und das ist einfach nur so ein auch Vorbild so für uns auch, das zu sehen. Genau. Sag ich mal ehrlich, wenn ich das gesehen habe, sag ich, ey krass, so das inspiriert auch uns auch, weil sowas findet man nicht oft, so eine Community. Genau. Und meine Mutter, klar, hat mir auch vieles erzählt, vieles gesagt. Was mich aber so, was ich gerne wissen würde, wie kam das dazu, dass meine Eltern gesagt haben, okay, du bist mein Patenonkel. Genau. Ja, wie kam das dazu? Also das ist so ein großes Vertrauen. Mhm. Weil ich hab einen Moment so wie dein Vater. Mhm. Ist ein Mensch, er redet nicht so viel, mhm. aber sehr intelligent und immer wir unterhalten, mhm. redet viel. Mhm. Und dein Vater auch gemerkt, dass mein Charakter ist fast wie ihm. Mhm. Ja? Ich rede auch nicht viel. Mhm. Und dann, wir haben viel Spaß manchmal, wir gucken sich und lachen und wir verstehen, mhm. was ja, los ja, ist. Ja, ja. Und war sehr, sehr klasse. Mhm. Sehr klasse. Und einmal gesagt, das ich habe schon gesagt. Wie du vorhin angesprochen hast, genau. Ja, dass, ey Bruder, mein Sohn, ist für dich, mhm. wie geschenkt. Wie geschenkt, ja. Ja. Und da habe ich die Zeit keine, mhm. keine Kind bekommen. Ja. Mhm. Und er war sehr großartig, weil dein Vater kennt die Leute vor euch. Mhm. Ja, ja, ja. War also hier gewachsen, ja. Bekannte Leute und du kamst dazu. Ich komme dazu, dann mhm. der vertraut mich und alles war klasse. Mhm. Und dann, ich habe auch mein Herz gegeben, ja. Und eine gute Sache auch ist, die beiden Ladies. Mhm. Ja, damals war, kann man anders sagen, aber jetzt sind alt, so. Ja. Sag mal Ladies. Der war gut verstanden. Mhm. Immer, was es gut kommt, fast mir, also mit der Frau. Mhm. Frau kann man alles kaputt machen. Mhm. Genau. Und kann auch alles gut genau, zusammenhalten. Zusammenhalten, ja. Und der war sehr gut verstanden, deine Mutter und meine Frau. Mhm.
Und dann macht unser Leben einfach, einfach so locker. Mhm. Ja. Mhm. Manche, ich bin den ganzen Tag bei deinen Eltern zu Hause. Mhm. Meine Frau ist ganz normal. Genau, kein Problem. Kein Problem. Kein, genau. Ja, 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 ja. Dein Vater auch kommt zu mir. Kein Problem. Kein Problem. Genau. Mhm. Manchmal wir fahren Auto weg, so sechs Stunden. Mhm. Und die Frau kommt zusammen, ja. Ob deine Mutter bei Vivian zu Hause oder Vivian bei deiner Mutter zu Hause. Weil wir sind, die lassen euch manchmal Männer raus. Ja, ja. Ja. Und wenn ich zurückkomme, alles voll. Mhm. Essen, was ist alles da? Gut leben. Und wir machen gute Musik. Dein Vater ist sehr guter Tänzer. Mhm. Ist wow. Er tanzt. Ich tanze einfach komisch, aber dein Vater ist klasse. Er tanzt gut. Und wir machen Musik und wir tanzen zusammen. Aber die andere Sache ist, manchmal, wenn wir zusammen zu Hause, was wir machen, ist anders. Ja, ich glaube. Aber wenn Fremde kommt, ist auch anders. Ja. Und dann, das war sehr klasse. Ja. Sehr klasse. Geil. Aber ich muss sagen, als ich erst erwachsen geworden, habe ich halt gesehen, so dieses Patenonkel. So, du hast viel mit mir unternommen, du hast viel, aber dazu will ich später noch mal was sagen, aber mir war es wichtig zu wissen, so okay, wieso du mein Patenonkel warst und warum er dich ausgewählt hat oder warum meine Eltern gesagt haben, okay, du bist, da wollte ich einen kleinen Einblick haben. Ja, ich habe ja du hast ja mein Video angeguckt. Ja. Und da habe ich ja auch erzählt, da war ein Part, wo ich gesagt habe, mein Vater ist in Ghana, sag ich mal, krank geworden. Ja. Hast du davon was mitbekommen? Also, da, wenn ich sage, ja, dann ich lüge. Mhm. Und also, die einmal, fast jedes Jahr, dein Vater geht nach Ghana, genau. Geht nach Ghana, ja. Und diesmal, wir wissen, dass der Kindergarten und zurückkommt, dann ich habe ihn nicht die Woche nicht gesehen. Mhm. Und einmal, der war eine Onkel, also Tochter, Outdoor, so mäßig, ja. Genau. So was man jetzt so als Babyshower so ist, ja. Und so war eine große Halle, war alle da. Und dann, ich habe deinen Vater gesehen, dass ich hab nie sowas gesehen. Sehr ruhig. Normal ist ruhig, aber war extrem ruhig. Und dann, ich habe gedacht, es ist normal. Weil, also, es ist so wie irgendwo, wir haben getroffen und es kann passieren, so keine Lust haben keine Lust, oder genau, was es los ist. Und dann, wir haben geredet, aber Party, wir können nicht ganz klar so reden, geredet, was einmal so laut und viele Leute. Und kurze Zeit, wenn du jemand redet, kommt jemand zu dir genau, und dann so. Genau, dann kannst du es. Genau. Ja. Dann, er kam zu mir einmal, kurz reden und dann gesagt, Bruder, du weißt, dass Derek ist der ist dein Gottvater, gell? Sagt, ja, natürlich, Bruder. Dann sagt zu mir, dann pass auf ihn auf, gell? Sagt, hey, Bruder, ich mag was immer. Und dann ist weggegangen. Und dann wieder, wir wollten die Zeit nach Hause gehen. Und dann ich gehe zu ihm und sage, hey Bruder, ich bin müde.
ich muss los, ich muss nach Hause gehen, weil wir sehen uns wieder. Mhm. Und dann, der sagt nochmal wieder zu mir. Und die Zeit, ich habe ein bisschen getrunken. Ja, hast nicht realisiert. Genau. Aber das war, es war mir geklingt. Sag, hey. Und das war's. Ich bin nach Hause gegangen. Und dann, das ist die erste, letzte, wo du ihn danach gesehen hast. Und dann, nach der Woche, also ich war in der Arbeit und dann Vivian angerufen. Also deine Frau? Ja. Mhm. Und wein, so laut. Sag, hey, Kuku, pass mal auf. Ich wollte was sagen, weil ich kann nicht alleine halten. Gell? Mhm. Sag, hey, pass mal, du wein, was ist los? Mhm. Bleib Ruhe. Und dann gesagt, weißt du, dein Bruder Kofi gestorben. Sag, nein. Nein, Vivian, bitte. Sag mal so, nein. Mhm. Krank oder was? Sag, okay, jetzt, ich bin seit Ruhe, seit zu dir gesagt. Ja, sag ruhig, ja. Beruhigt, hast du dich beruhigt? Beruhigt, ja. Und jetzt, was nächste kommt zu Hause, dann erzähl alles. Erzähl es, genau. Dann sagt, nee, ich kann da nicht. Ich kann nicht weiterarbeiten. Dann bin ich nach Hause gekommen. Dann habe ich alles erzählt. Sag, nee. Wie eine Form. Sag, nee, Bruder, das ist, was ich kenne. Ich kann nie sowas machen. Sag, der hat das Auto gepackt und dann mit LKW passiert und dann ist man so, sagt, nein, vielleicht etwas anders, ja, weil Kofi ich kenne, hat kein Problem, hat einziger Sohn, die Mutter, gutes Leben, arbeiten, Kofi braucht keine, so wie Problem, Geld, die Frau ist sehr gut, der hat kein Problem, wie kommt das? Und ich bin eine Person, ich rede nicht viel mit den Leuten. Mhm. Und ich will keine viel von den Leuten her. Ja, Stories. Ja, weil manchmal jeder will was sagen, ob nicht richtig. Und wenn du nicht aufpassen, was du sagst, das kommt Thema. Ja, und sofort die Nacht, also Abend, ich und Vivian, damals wir in ich glaube, Bierstadt noch, oder? Wirklich, ich weiß nicht genau. Dann wir sind sofort zu Hause, bei dir zu Hause gekommen und dann habe ich realisiert, das ist klar. Und das wie hast du dich da gefühlt? Das war sehr krass, also so verrückt. Ich war sehr, 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 also downlock, aus too downlock, weil damals sowas habe ich nie erlebt, gell? So schöner junger Mann mit guter Zukunft und immer er sagt zu mir, einmal gesagt, hey Bruder, jetzt, ich hab meinen Bruder, das ist du. Und wir mal sehen, wer ist schön und wer mag schön einsehen. Dann ich habe gesagt, aber du kaufst, du musst alles in kaufen. Wenn du schöne kaufst, dann er kann besser einsehen als du. Und dein Vater ist sehr sauber, sehr sauber Qualität. Also, wenn man sagen, fast alle Frau oder damals, jede kann ihn leben, weil das
Hilfst auch. Ja. Ach nee, sowas ist ich hab noch nie sowas erlebt. War damals ist passiert, so wie alten Leuten, was tot oder so weiter. Und dann, dem Zeit, ich habe nur meine Ehe zugemacht, weil ich will gar nicht vom anderen her. Und ich habe deine Mutter so mitgegeben, weil der war so stress und so voll, also, und sie braucht mehr Kraft. Nicht Leute kommen und machen Kopfstress. Und dann wir immer unterhalten, immer Besuch, dass alles ruhig kommt. Und dann, ich weiß, ein Tag, die Wahrheit kommt raus. Und nur letztes von deinem Video gehört oder geguckt, dass du gesagt, dein Vater, und ich weiß, der war in Ghana und Zürich, aber was ist genau, weiß es nicht. Und war du echt, da habe ich gehört, dass kommt, war krank und zurückkommt und sagt, wow. Und ich habe geglaubt, weil dein Vater ist sehr schwer zu sagen, deine Probleme oder sowas. Gell? Das öffnet mich nicht schnell. Ja. Genau. Das war so. Und wie war das dann? Weil ich habe auch vorhin gesagt, so, wo ich die Research gemacht habe, habe ich auch die Beerdigung gesehen. So, wie war das Erlebnis für dich? Weil ich habe auch für mich, habe ich erzählt, für mich die Beerdigung war so, ich war noch 9 Jahre alt. Ja. Und für mich war das so Horror. So, das war nichts Schönes. Ja. So, und wie war das dann für dich, als du dann da warst? Wahrscheinlich bestimmt erst recht, dass du das Ganze realisiert hast. Du hast dann auch bestimmt seinen Körper gesehen, alles. Ja. So, wie war das dann für dich so? Wie hast du dich gefühlt? Oder wie war der Tag für dich? Das war krass verrückt, ehrlich zu sagen. Weil bei mir, ich habe sehr kümmer auf die Familie. Wegen der Mutter, so kleine drei Stück. Stimme, ja. Und ich weiß, also wenn sie nicht tagt, was sie hier fehlt, kann was passieren. Und was wir gemacht, dass immer Kontakt. Und dann wir haben gesehen, dass deine Mutter sehr stark ist. Sehr stark ist. Und ehrlich zu sagen, ich bin immer da bei dir. Ich habe dir zu mir Hause manchmal. Du schaust dich zu mir. Wurde Mutter ein bisschen frei. Und deine Oma war auch klasse. Deine Oma hat sehr viel gekämpft. Weil Kampf heißt nicht so wie. Ja, so kämpfen. Ja, aber sie war da. Ja. Und ich war sehr stolz vor deiner Mutter. Bis heute, toll, deine Mutter ist ganz klasse. Sehr, sehr toll. Weil kann was vorher passieren. Gell? Könnte was passieren, ja. Genau. Ja. Aber trotzdem, ich war schockiert. Es war sehr, sehr schockiert. Weil die Beerdigung war ja, sag ich mal, riesig groß. Also viele Leute waren da. Viele Leute. Es war, glaube ich, die Beerdigung, die ich so gesehen habe. Danach habe ich so eine Beerdigung noch nie gesehen, von den Menschen her. Von den Menschen so in der Umgebung. Ja. Also das war, wenn ich die Videos, weil damals war ich klein, habe ich nicht realisiert, aber wenn ich die Videos angucke, es waren viele Leute da. Ja. Viele, so, das war emotional, weil es wahrscheinlich auch die erste Person ist von diesen jungen Leuten, die weggegangen ist. Ja. So, und klar habe ich auch dein Gesicht gesehen, so wie hast du dich gefühlt? So, weil am Anfang hast du erzählt, du hast es nicht geglaubt, du bist zu mir nach Hause gekommen, hast dann realisiert und dann ein paar Tage später oder ein paar Wochen später ist dann die Beerdigung und du siehst dann die Körper. Das erste Mal, das wollte ich sehen, da habe ich gewartet, weil
manchmal du glaubst aber besser sehen, ja. Und dann ich nie vergessen, ich hab krank gemacht vom Arbeit, weil der wollte mich keine freigeben. Ah, an der Beerdigung. Genau. Dann sagt nee, egal was, ich verloren oder ich kann was anderes machen. Du musst dahin. Muss dahin. Mhm. Dann ich war krank gemacht, das muss ich hin dabei sein. Mhm. Und danach Hause, alle wollten Hause kommen. Mhm. Dann so, wir haben also freigegeben, die Leute vom Wald kommen, mhm. Das kann die Hause bekommen. Mhm. Dann wir sind weg und dann zurück, also Besuch, also lang, also ja, so wir haben gemacht. Mhm. Weil kommen Leute von so fast Deutschland waren, ein bisschen weit, ja. War dein Vater immer, ich fahre mit ihm immer irgendwo, Party oder Beerdigung. Mhm. Und dann, Leute, wenn Leute nicht kennen mich, dann kennen sie ihn. Genau. Ja, und dann Beispiel sagt, oh, Kofi, und immer mit der anderen, dann, der weiß genau, wir sind immer zusammen. Ja. Aber es war ein großer Schock, sehr großer Schock. Und das habe ich schon gesagt. Ich habe so akzeptiert, dass ich wollte nie nicht viel in Kursität, viel wissen. Ja, was ist los, was passiert und das und das und das. Und manchmal das hat auch deine Mutter gute Zeit, beruhigt, weil immer fragen, immer wissen, dann ist es so viel. Klar, als Freunde erst recht, du willst ja wissen, was mit deinem Bruder oder so passiert ist oder warum, weshalb, so, du willst immer wissen. Und die beste Person ist ja dann meine Mutter oder die nahestehende, die vielleicht genau. Aber ich finde das in allgemein auch, dass man auch gut von dir, dass du es auch realisiert hast, dass du diesen Abstand geben musst, um einfach abzuwarten, bis die selber an sich zurückkommt und dann kommst du. Weil ich kann ehrlich sagen, und dafür will ich mich einfach nochmal bei dir bedanken, dass du diese Zeit, weil ich kann mich an alles noch erinnern, wo du mich abgeholt hast, wir sind zusammen Fahrrad gefahren, an all diese ganzen Sachen, das habe ich immer in Erinnerung und sage ich immer meiner Mutter so, dass du eine der Personen warst, der mich auch, der das, was du gesagt hast, mit was mein Vater zu dir gesagt hat, dass du das auch umgesetzt hast. Weil ich muss sagen, wo ich klein war, du hast mich genommen, ich war bei dir zu Hause, du hast gewisse Sachen gemacht, wo ich bis heute noch mich daran erinnere und dankbar dafür bin, weil du bist auch eine Person, wenn du nicht da wärst, wäre ich vielleicht in eine andere Richtung gegangen, weil dann hätte ich diesen Halt nicht gehabt. Ja. So, und dafür will ich mich auch nochmal danken, auch nochmal an meine Tante, auch bedanken, deine Frau, weil ihr beide, ihr habt da wirklich auch gute Arbeit gezeigt und auch wirklich Liebe gezeigt. Also weil ich kann es nur von mir aus reden, dass ich das immer gesehen habe und ich habe mich immer gefreut, wenn ich euch zu euch kommen konnte oder wir irgendwas unternehmen konnte, sage ich mal, auch von der ganzen Environment weggehen konnte und dann zu euch gehen, habe ich mich immer gefreut und klar, dann irgendwann wurde ich auch erwachsener. Dann kam Fußball dazu und dann war dann irgendwie so keine Zeit und diese Pubertät und nee, weißt du so. Aber da, wo ich euch gebraucht habe, wart ihr da für mich so. Und das war für mich so das Wichtigste. Und deswegen sage ich auch immer wieder, ich danke den Leuten, die mich in der Zeit, und das gab es ein paar, die mich so genommen haben. Ja. Und dafür will ich dir einfach nochmal Danke sagen. Bitte. Für diese Unterstützung. Mhm. Und ja, ansonsten, hat dieser Tod, sag ich mal, wenn du so zurückblickst von meinem Vater, von deinem Bruder, hat er auch dein Leben, sag ich mal, so verändert. Mhm. Wie war das bei dir? So, hast du dann gemerkt, realisiert vielleicht, okay, das Leben ist viel zu kurz, ich muss mich auf gewisse Sachen fokussieren? Ja, also die der Zeit, ich habe sehr viel gelernt, gell, vom Leben, dass
damals, wenn man sagen, ach, jemand selbst umgebracht, da habe ich so viel Gedanken, wieso kommt das? Und seit dein Vater gestorben, habe ich so viel was nachgedacht, weil er war eine Person, der hat alles. Er hat Zukunft. Und Beispiel, was geplant für dich, sagt, und er war bester Footballer. Und immer gesagt, hey Bruder, ich würde direkt schnell wachsen, dann springen. Deswegen, ich habe diese Arbeit gemacht. Ich bring dich in Biebrich, ich bring ihn nach. Das, was im Kopf sagt, nein, egal wo Bruder ist, dann der Freund sagt, hey, da haben meine Arbeit gemacht. Und wir haben so viel geredet. Was machen eure Kinder, gell? Ich mag Piso, das. Erstens, ich wollte Jünger haben. Aber Mädchen vorgekommen. Sag ja, egal. Aber trotzdem, ich mach auch so. Und Bruder Kofi ist die erste Person, das Peace gesehen. Wir machen was anderes, keiner weiß. Ja. Die Tag, dass Vivian geworden in Mainz, dann da kam mir Fahrt in Mainz. Und wir zusammen sagten, nein, ich gehe nicht alleine. Die Krankenschwester gesagt, wer ist der Mann? Sagt wir beide. Wir kommen beide. Das ist der Bruder und das, ich bin der Mann. Wir kommen zusammen. Und Kofi Espis gehalten vor ich. Wir sind so klar. Und genau wie du auch. Gell? Wir sind so klar. Und wir haben Zukunft, das was machen. Ja. Und immer, was ich denke, dass ein Mann das mit Zukunft, aber die Zukunft hat nicht geendet. Manchmal es tut weh. Deswegen habe ich gesagt, nein, ich will gar nicht wissen. Und dann ist das alles raus von dir gehört. Ja. Und dann habe ich ganz klar gut. Ich war ganz klar bekommen. Vater, ich will keine von anderen her. Und von dir, ich habe die Dienst. Klare Bild. Genau. Okay, dann. Erster Mal, ich weiß, dass er war in Ghana krank gewesen und zurück. Ja. Da wollte ich gar nicht her. Ehrlich, Derek. Ich bin ein Mensch. Ich will immer, wenn ich weiß, dann das war's. Nicht hier vom anderen und dann später muss andere das will ich nicht. Und das war klar, sehr guter Mensch. Sehr guter Mensch. Ich habe nie gesehen, dein Vater böse. Ich habe noch nie gesehen, immer lachen. Ich habe noch nie gesehen, mit jemand anderem Problem gehabt. Nie. Manchmal sagst du ihm, hey Bruder, warum du immer mit den Leuten? Dann gelacht. Ja, aber dann verstehen, jeder hat deine eigene Dinge. Ja. Wenn ich hier anfange, Wiesbaden oder Mainz gewohnt, dann vielleicht ich bin anders. Aber ich bin vom anderen Richtung hier gekommen. Ja. So später habe ich gut verstehen, dass ich kenne die Leute vor mich, aber trotzdem, ich bin der Bruder. Und dann, er war sehr klasse. Er war sehr cool, sehr gentleman, sehr hübsch, intelligent, clever,
und alles. Hat keine Probleme. Kein Problem gehabt. Nasi war sehr nett. Ganz nett. Ja, das ist gar nicht Problem. Mhm. Weil ich habe in der Beerdigung, da hat Apostel Sechi, auch Rest in Peace, hat eine Sache gesagt. And then the police who came, they stood in the room, look around. And then they asked, is this where this man is living? He said, yes. Then he asked himself, then what must be his problem then? He must be a happy man. Why then this situation? Die, wenn du jetzt gerade das sagst, die Polizei kam ja zu uns und hat dann auch gefragt, ob der irgendwelche Probleme hatte, ob es davor irgendwas gab. Mhm. Und da hat dann Apostel Sechi gesagt, so, die Polizei kam und hat gefragt und hat auch selber gesehen, die Wohnung, Kinder, Frau, dass an sich gar keine Probleme eigentlich da sind. Und klar, von der Erzählung, die wir hatten, die wir dann auch erzählt haben, gesagt, dass da eigentlich im Hintergrund keine Probleme ist, nein, deswegen er so eine Sache dann machen muss. Und für mich natürlich war es dann die letzten 17 Jahre, es hat 17 Jahre lang gedauert, bis ich gerede über dieses Thema, war das nicht einfach so. Ich habe viel gefragt, viel nachgedacht, viele Sachen gesehen, gehört, alles. Das, was du auch gesagt hast, du willst nichts hören. So war ich auch. Ich wollte nichts hören, aber ich habe alles in mir drin gelassen und ich wollte gucken, was es war und was es nicht war. So. Und irgendwann habe ich dann auch ein klares Bild bekommen und habe das, was ich halt gemerkt habe, ist, dass mein Vater, sein Tod, nicht ein normaler Tod war. Ja. So, dieses Bild habe ich bekommen, in, egal in welcher Weise, aber ich weiß, es war kein normaler Tod. Und das, was du mir auch jetzt erzählst und das Gespräch, was wir jetzt haben, zeigt auch nochmal klar, dass wie mein Vater auch war und wie er ist. So, und ich kann es ja auch nochmal behaupten, und einige Leute haben es ja auch in dem Video gesehen, dass ich meinen Vater ähnlich so gesehen habe, wie du es dann gesehen hast, weil du auch gesagt hast, er war extrem nett, er war extrem ruhig und so. Und dieses Extreme habe ich auch gesehen in dem, was ich halt, wo er zu Hause war und so. Und deswegen kann ich sagen, keine Ahnung, aber ist halt so eine Sache, über die ich mich halt sehr viel beschäftige und ich auch nicht allen Leuten so vertraut habe, was die mir sagen oder wie die mir was zeigen oder so, weil man weiß nie, was dann kommt. Und das habe ich all in den ganzen Jahren auch so in mir eingetrichtert, dass ich da nicht jeden trauen kann. Und mir tut es halt gerade, auch das zu hören, tut es auch weh, weil ich auch weiß, wie mein Vater war und auch wie du zu meinem Vater gestanden hast und welche Aufgaben du auch danach gemacht hast. Und auch nochmal zu hören, weil ich habe es auch das erste Mal gehört, dass er sowas zu dir gesagt hat, wie du sollst auf mich aufpassen, weil das Ähnliche hat er zu mir gesagt, zu meiner Mutter. Ja. Und das zeigt auch nochmal, dass er vielleicht einige Sachen gesehen hat, die wir vielleicht nicht gesehen haben oder die du in dem Moment nicht gesehen hast. Und für uns natürlich schwer, das zu erkennen, aber er hat wahrscheinlich, und ich habe es auch zu meiner Schwester gesagt, so, er war mit dem Körper war er hier, aber Seele war schon tot. Ja. So, und das dann, ja, dieses Wort, dieser Satz ist immer in meinem Kopf und dann die gewisse Storys zu hören, das bestätigt das alles einfach noch. Und deswegen finde ich es einfach gut, dass du heute hier bist, dass wir mal darüber reden konnten. Und ja, du hast ja auch lange Zeit nie wirklich darüber geredet. Ja. Und deswegen fand ich es auch immer gut, dass wir hier zwei sitzen und darüber reden können. Und ansonsten, ja, willst du den Leuten noch irgendwas sagen? Allgemein übers Leben oder sonst irgendwelche Weisheiten, die du hast? Wenn ja, sag. Ja, gut, also was ich wollte sagen, ist so, eine Sache, dass ich glaube, ist also, jeder Mensch geboren und danach tot auf einmal. Ja? Und Gott hat jedes Leben versteckt. Wie lange bleibst du in dieser Erde? Mhm. Keiner weiß, ja.
Und ist auch, was ist passiert, deine Tod auch keiner weiß. Mhm. Ja. Und manchmal, wenn man Schatz auf man lebt, und dann kommen viele Fragen. Viele Fragen, ja, genau. Als vorgesagt, der Mann hat sein Leben, Auto, Job, Haus oder Wohnung, schöne Frau, schöne Kinder, Mutter, was noch? Jung auch, so. Alles, was man so leben kann, hat er schon, ja. Dann, da hat mir auch ein bisschen Problem passiert, dass, ach, was ist los das? Und andere Sache auch, dass mir gesagt, ich habe auch andere Gedanken, dass der Bruder weiß, was ihm passiert. Weil ich kann nicht mehr auf einmal sagen, einmal und zweimal. Und das heißt, er weiß, was vielleicht passiert ihm. Und diese Welt ist komisch. Ja, diese Welt ist komisch. Warum sagt das? Afrika, wir haben große Probleme. Gell? Was Experience von dir gehört, dass nach Afrika hat so krank zurückgebracht. Wieso? Warum? Ja, manche, ich denke, ich weiß nicht. Jährige, das zu Hause besser machen kann und oder jede, also Freund oder Bekannter oder jemand, das verstehe nicht. Ja, das ich verstehe nicht. Das ich verstehe nicht. Und die Familie, ich kenne nie. Ich kenne damals die Oma, die Opa. Und immer, Kofi ist dein ganzes Leben, seine Oma und der Opa. Und er versucht, ich glaube, Oma herbringen. Oder Opa, ja. Wir haben nachgeredet. Sag, ja, ich bringe meine Opa hier oder meine Oma hier. Und er kann das machen, weil er hat so alle Papiere. Oder die Mutter auch kann das machen. Und dann einmal Besuch. Und immer wenn er nach Hause fliegt, beginnen diese zwei. Ja. Und vielleicht nach Chile, ja. Weil wir alle gehen und machen ein bisschen. Also dann sagt, wie kommt das? Warum denn? Und zurückkommt, diese Zeit war alle Kinder da. Dann, wir haben nicht so wie früher. Weil früher, es war keiner. Ja? Und die Zeit ist drei schon gehabt und ich habe. Ja, diese Zeit, wir waren biblisch. Biblisch, ja. Bill war schon geboren. Genau, okay. Ja, genau. Der drei, zwei. Ja. Und dann, ja, dann wir reden nach, Telefon, wir treffen, aber nicht wie früher, ja, Party, ja. Fahren und dann. Ganze Nacht unterwegs und so weiter. Gell? Und dann habe ich verstanden, dass klar, der zurückkam, aber wenn Zeit, wir treffen wieder. Und ich glaube, ein paar Tage, zwei, drei Tage zurück, dann diese Party. Diese Ordnerie. Ja, diese Ordnerie, wir getroffen. Das heißt, es war normal. Ja. Und dann ist passiert. Mein Lieber, Derek, wenn nicht du, sag nie zum anderen. Ich schwöre bei dir. Weil ich bin ein Mensch, ich rede nicht so viel.
Aber ich bin dazu mit der Familie. Und du brauchst das Wissen. Das heute habe ich vom Herz alles raus. Weil dafür würde ich mich einfach auch nochmal bedanken, weil, wie gesagt, weil ich angerufen habe, du hast direkt gesagt, ja, mache ich, machen wir. Und da würde ich einfach nur Danke sagen, weil ich saug gerade alles auf. Jeder, der mir was erzählt, das nehme ich auf, weil ich auch vielleicht, wie du auch gesagt hast, auch alles wissen will, wie und weshalb, wie seine Leute dazu stehen und so, weil ich dieses Gespräch noch nie hatte und ich auch nicht will, dass das einfach so liegen gelassen wird. Und deswegen danke dir dafür, dass du heute hier bist, dass du deine Story mit mir geteilt hast, von deiner Sicht her aus. Danke dir und falls ihr irgendwelche Fragen habt, einfach in den Kommentaren schreiben. Könnt ihr es auch gerne dann auch beantworten. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, schönen Abend und danke dir. Ja, dass du hier warst. Ja, Mann. Und ja, Mann, bis zum nächsten Mal.